Und ich glaube, wir reden hier, auch wenn wir über politische Kunst reden, wir reden immer noch über Kunst. Und Kunst hat im Wesentlichen was zu tun mit Ästhetik, mit Form. Auch wenn ich permanent gegen bloße Sinnlichkeit schimpfe. Trotzdem hat, und das ist halt diese Spannung, die man hinkriegen muss, wie man formal arbeiten kann, ohne dass formal abkippt ins bloße Sinnliche, und umgekehrt, wie man inhaltlich arm kann, ohne dass inhaltlich abkippt in die bloße Ideologie und das Agitatorische. Diese Gratwanderung ist zu leisten.